Was bisher geschah? Wir haben jede Menge verdroschen. Sogar ein fucking Bär. Und wir wurden von der Wache verprügelt. Alter, nee. Echt jetzt? Und beklaut. Du hast Geld verloren? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Yo, Dudes und Dudettes, was geht? Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind noch hier dabei, die letzten paar Orte der Bedeutung, oder wie auch immer die hießen, hier abzuklappern. Und da möchte ich gar nicht lange warten, wir machen das jetzt direkt mal. Wir wollen hier fertig werden. Wir wollen raus aus Weißgarten weiter. Mit dem Verwese mir nicht. Und dann reite ich auch direkt mal zum nächsten Punkt da hinten. Ja, Plätze, reite! Reite geschwind wie der Wind. Wie weit ist denn das überhaupt? Ja, das sollte eigentlich direkt schon hier vorne jetzt irgendwo kommen. Was ist das? Gule. Ach, das ist der Punkt. Ich weiß, wo wir sind. Ich speichere direkt mal. Ich gucke, haben wir Nekrophagenöl drauf? Wieso sage ich immer Nekrophagengift? Ja, es ist drauf. Da vorne ist ein Ghoul. Komm mal her, Ghoul. Ach, der ist da ganz unten. Jetzt muss ich die erstmal hier ein bisschen verklapsen. So, komm her. Zack, zack, zack. Ausweichen, zack, ausweichen. Ein Schlag noch. So, den haben wir schon mal K.O. Rennen sie jetzt schon wieder weg. Ah! Der Schlingel, der da hat der hier geschmeidig umgedreht und mich doch noch angegriffen. So, den haben wir auch. Einfach nur... Oh, einfach dodge, 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 dodge. Ducken, dodgen, ducken, dodgen, ducken, dodgen. Okay. So, das war ein bisschen knapp, aber hat ja noch geklappt. Kann ich jetzt von hier aus speichern? Nee, kann ich nicht. Jetzt könnte ich aber speichern. Easy Mode, aber ist ja egal. Ja, gut. Was war das jetzt gerade? Hatte der irgendwie eine unsichtbare dritte Klaue oder was? Nee, das war jetzt gerade nicht so schön. Aber egal, ich habe ja Easy Mode gemacht. Komm, zieh dein Schwert. Futter haben wir noch was. Kommen die Schlinge jetzt auch mal direkt? Komm schon, komm. So, einmal anzünden. Draufhauen, draufhauen, die sind gerade an einer Stelle zusammen. Oh, Vorsicht. Hallo und... Hallo! Hallo, was soll das denn jetzt? Der andere rennt weg und baitet uns da hinterher, oder wie? Komm, dann kriegst du halt einen Igni drauf. So, und jetzt bist du tot. Da ist der hinter mir. Ich fass es nicht. Der Schlingel taucht einfach direkt hinter mir auf. Komm her! Es kommt auch. Ah, hinter mir noch einer. Ey. Wie sie halt hier immer so meinen, gleichzeitig mit mehreren anzugreifen, ne? Ah, ich muss ein bisschen mehr den Schnellen wieder. Okay, so. Sie sind alle tot und wir haben hier vorne das Nest. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Zerstören. Gucken, was passiert da jetzt Schönes? Ah, badum. Stufe 4 haben wir auch noch erreicht. Wie gut ist das denn? Da kümmern wir uns jetzt sofort drum. Habe ich noch was zu futtern? Ja, oder? Da, komm, hauen wir uns das mal rein. Ein bisschen Omnomnomsen, so eine schöne Wabe hier. Ghoul-Blut nehmen wir mit. Da vorne liegt noch irgendwo was. Da. Und erstmal hier den Punkt verteilen. Komm, machen wir die schnellen Schläge erstmal voll. Das ist besser. Ah, da fällt mir noch was ein. Jetzt können wir unsere neue Rüstung tragen. Ach so, links steht das ja. Okay. Sehr gut. Ey, die sieht sogar ziemlich gut aus, ne? Die da müssen wir behalten, da habe ich schon nachgelesen. Die können wir später zu einer anderen Rüstung ausbauen. Ja, den Rest haben wir ja alles so drin, wie wir es schon... Ja. Ja, haben überall die besten Sachen drin. Ja, nett. Nett siehst du aus, Geralt, schön. Rufen wir mal Plätze herbei. Mal schnell so zwischendurch speichern. So, aufsteigen und zum nächsten Punkt. Den hätten wir da links.
Beweg dich. Das ist immer so. Ich weiß nicht, wenn da so viele Gegner sind, dann ist es eigentlich gar nicht schwer, weil die Gegner an sich so schwer sind, aber weil sie so viele sind. Und Plötze hat schon wieder keinen Bock mehr. Hier mal links, dann da, hallo. Plötze, jetzt ist aber mal gut. Absteigen, da ist direkt vor mir eine Schlucht, geil. Aber da sind auch wieder Gegner. Ah, das sind aber nur so ein paar Banditen oder sowas. Komm schon, komm näher. Zack, zack. Ich möchte nicht von dem Bogen getroffen werden. Habe ich den? Ah, den habe ich auch schon einmal getroffen. Da sollte ich mir vielleicht Quen drauf machen. Dein Arsch gehört mir. Da schießt doch. So, zack. Boah. Boah. Alter. Das war so brutal. Der Bogen, der ist in Schockstarre einfach verfallen und bleibt da jetzt in der Luft hängen. Der denkt sich jetzt, okay, das war brutal. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ne, den können wir aber auch nicht umschubsen. Das wäre lustig. Gut, was habt ihr denn hier für mich? Ein paar Kronen, ein paar Floren. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Looten. Das nehmen wir auch mal schnell mit. Wo wir gerade dabei sind. Ich markiere mir schon mal das nächste. Das war ja jetzt easy. Da oben ist noch so ein Bau. So, den haben wir jetzt markiert. Nein, du sollst nicht so weit rauszoomen. Da oben haben wir noch 3, 5 Sachen. Ja, plus den Bau noch, ne? Okay, gut. Das sollten wir jetzt schnell abklappern können. Hey, Plätze. Hast du mich vermisst? Ne, da komme ich... Da muss ich erstmal hier rumreiten, okay? Ich glaube, Plätze ist einfach so ein richtiger Feigling. Sobald irgendwas im Weg ist, hat er keinen Bock mehr. Hier vorne wird das... Ach so, hier vorne ist der Bau. Ich hoffe... Ah, da ist Speichern. Ich hoffe mal einfach, dass er noch frei ist. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Okay, so. Wir hatten jetzt auch 2 Samum dabei. Oh, das Feuerwehr. Das Feuerwehr gucken wir uns jetzt nochmal an. Oh, schön. Ach. Und dann kommt da nochmal so ein Ghoul rausgekotet dabei. Zack, angezündet. Zack, zack. Einmal kurz dodgen. Nein, der schlägt nochmal zu. Wow. Ich denke mal, ich müsste den doch eigentlich getroffen haben und dann doch nicht. Das war wieder richtig, richtig, richtig kacke von mir. Aber naja. Ich glaube, das ist man langsam gewohnt von mir. Oh, das könnte wieder so eine Stätte sein, die wir wieder freischalten können. Sehr nice. Hier vorne kommen wir doch nicht durch. Nicht so schnell. Mann, hier waren wir doch schon mal. Was soll das denn jetzt? Müssen wir jetzt hier komplett rumreiten? Guck mal, ob ich hier irgendwo so eine Art Weg finde. Schneller. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, müssen wir mit die ganze Schlucht herum. Beweg dich. Hallo? Ja gut, plötzlich hängt hier erstmal fest. Ich wollte aber jetzt gerade mal ganz kurz hier in das Haus rein. War ich hier schon mal drin? Ach so, ja, das ist wahrscheinlich... Ja, das war wahrscheinlich das Versteck, ne? Guck mal kurz, ob ich hier irgendwo zu Fuß runterkomme. Ich speichere nochmal schnell. Oh! Ah! Ja, okay, das hätte das könnte jetzt wirklich ein bisschen wehgetan haben. Das möchte ich ja nicht bestreiten. Der arme Geralt da, was er hier ertragen muss mit mir. Nee, plötzlich bleibt hier vorne am Zaun immer noch hängen. Komm schon. Das könnte ich eigentlich mit Schnellreise gemacht haben. Och, Mann. Sowas ärgert mich dann aber immer wieder, wenn plötzlich so blöd hängen bleibt.
Ich meine, das Spiel ist ja echt schön immersiv, also so schön glaubhaft alles, es passt alles rein. Aber das Pferd muss nicht bei jeder Kleinigkeit stehen bleiben, wie hier jetzt zum Beispiel. Der hätte gerade ganz locker flockig einfach hier rüber reiten können. Ach komm. Langsamer. Boah, Plötze, du gehst mir auf den Keks. Kann ich hier runterspringen? Oh, ganz knapp überlebt. Ne, jetzt ist Plötze noch da oben. Wenigstens habe ich gerade was zu futtern, was ein bisschen länger hält. So, jetzt kann ich Plötze nochmal rufen. So ist es abgelaufen. Ich kann das nächste essen. Nicht so ich bin jetzt wenigstens auf der richtigen Seite. Ja, so gut wie. So gut wie. Wir sind auf dem richtigen Weg. Plötze, kannst du hier nicht rüber? Echt jetzt? Ja, dann muss ich hier nochmal zu Fuß rüber. Plötze hat da gerade keinen Bock drauf irgendwie. Also ich darf mich jetzt erstmal wieder komplett voll futtern, ey. Ich hoffe, dass unser Essen nicht gleich ausgeht. Jetzt kommen die ganzen Getränke langsam dran. Was ist das denn hier? Werde ich jetzt hier irgendwie überfallen oder so? Was haben wir hier? Schöllkraut, sehr gut. Ich sollte vielleicht auch nochmal gleich kurz meditieren. Ach, ich kann das jetzt von der Seite hier aufmachen, so ist das. Boah, nee. Okay, wir haben es jetzt fürs nächste Mal offen, wenn es nochmal nächstes Mal gibt. Nee, jetzt bin ich so mad, jetzt muss ich was anzünden. Oh, diese Explosion, da hinten ist noch was. Aber ich bin ja so ein Spielkind. Und? Boom. Geil. Das sieht schön aus. Also die Explosionen sind schon echt knorke soweit. Oh, ich bin gerade so aufgeregt, weil gleich kommt noch was. Ich habe gleich noch was richtig Gutes zum Spielen. Oh, lieber schon mal absteigen und speichern. Also gleich werde ich nämlich noch... Nein, oder? Habe ich jetzt echt Alkohol getrunken und bin besoffen? Aber komm, für die Deserteure brauchen wir das nicht. Ja! Weißt du, so machen wir das! So machen wir das! Wir hauen mit den Fäusten drauf! Zack! Oh, den haben wir schon wieder den Kopf abgehackt. Ich bin in einem Alkoholblutrausch. Zack, du bist auch tot. So, du bist jetzt auch hinüber. Da hinten ist noch einer. Dich zünde ich jetzt erstmal an. Oh, schon wieder den Kopf verloren. Mensch, dass die alle so kopflos sind hier. Einsatz, Leute, Einsatz! Nein, Vorsicht. Ah, da habe ich echt blöd angegriffen gerade. Da ist der Anführer. Einfach draufbrezeln, oder? Einfach bis der... Nein, das funktioniert nicht so gut. Vielleicht hilft das ja, wenn ich... Alter. Ey, das da unten nehme ich mir jetzt mal raus. Ich habe keinen Bock, da jetzt Alkohol zu saufen die ganze Zeit. Ich habe, glaube ich, nichts anderes mehr, ne? Kann das sein? Ja, die Sachen, die Vitalität regenerieren. Ich habe nur noch Alkohol dabei. Komm, Igni. Brennt er? Nee, ne? Dreckiger Bastard! Da müssen wir jetzt ein bisschen... Ah, einfach blocken. So, komm, greif nochmal an. Tänzen wir um dich rum, hauen nochmal ein Igni drauf. Komm schon. Ach du Scheiße. Okay, ich sollte nochmal so einen Alkohol reinnehmen. Besser als zu sterben jetzt. Ich sollte vielleicht gucken, ob ich den nochmal so blocken kann. So. Nee. Ich habe ihn halt gekontert und der hat einfach weitergeschlagen. Was war das denn? Was war das denn jetzt bitte? Meint er hier so eine behinderte Geste zu machen?
Also was ich gegen ein Schild mache, weiß ich noch nicht. Werde ich aber noch schnellstmöglich herausfinden, hoffe ich. Nein, falsches Schwert. Nicht nachlassen. Scheiße. So. Ah. Ja, wegen der Animation jetzt, oder wie? Ist das jetzt euer Ernst? Ich trinke jetzt nochmal schnell einen. So, du brennst. Oh, wunderschön. Diese Pirouette, Geralt. Das hast du ja so formschön geregelt. Ich habe gespeichert jetzt. So, jetzt habe ich auch wieder Huhn. Jetzt muss ich nicht hier diesen Crap von dem Alkohol da hier besoffen machen lassen. Ich werde mal ganz kurz meditieren. Ja, bis 1 Uhr. Alchemistische Gegenstände wurden aufgefüllt, das ist sehr gut. Das wollte ich nämlich gerade haben. Da hinten habe ich auch wieder Schwalbe. Aber ich werde jetzt erstmal einen futtern kurz. Und jetzt haue ich mir Schwalbe rein. Komm da, Schwalbe, oben rein, so zack. Und nochmal speichern. Das Gute ist ja, der macht das automatisch, wenn man meditiert. Dann sind irgendwelche Wölfe oder so wieder. Hier alles mal einsammeln. Oh, da schlage ich wieder. Ich bediene mich hier einfach mal. Moment, Calcium, Equum, irgendwas. Das brauchte ich für irgendwas. Da war, glaube ich, gerade wieder Zwergenschnaps oder so. Wo habe ich das jetzt? Das war... Hier so eine grüne Flasche, ne? Zwergenschnaps, genau. Ich guck jetzt mal kurz unter Alchemie. Irgendwas mit Calcium brauchte ich für irgendwas. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wie das aussieht. Achso, nee, das ist ja irgendwas, das muss ich ja jetzt auch haben. Ne, ich sehe es gerade nicht. Calcium, für eine Kartätsche. War das das? Wollte ich das echt für eine Kartätsche haben? Katze könnte ich mir auch nochmal herstellen. Jetzt, wo ich es gerade habe, kann ich es mir kurz mal herstellen. Dann habe ich es schon mal in meinem Inventar. Es kann sein, dass es einfach nur für so eine einfache Kartätsche war, wofür ich das haben wollte. Aber das ist ja jetzt auch Wayne Train. Zieh schon mal wieder dein Schwert. Was soll das denn? Ach, ich bin überlastet. Tatsächlich. Ah, das kann doch nicht sein. Was ist? Komm, das hier ist kaum was wert. Wegwerfen, so, zack. Jetzt bist du nicht mehr überlastet. Du wirst es aber sehr wahrscheinlich gleich wieder sein. Kommen die jetzt schon alle? Ich speichere jetzt nochmal kurz. So, was kann ich noch rausschmeißen? Was ist nichts wert? Das ist Müll schon mal. Ja, das brauche ich auch nicht wirklich. Das, was nichts wert ist, schmeiße ich raus. Das hier kann ich auch nochmal rausschmeißen. Was soll das denn, ey? So, jetzt sollte ich erstmal wieder ein bisschen genug haben. So, jetzt hauen wir den ja erstmal um. Gehen wir erstmal gucken, ob der da hinten ein Bogenschütze war oder so. Ach, der war gar nicht auf uns gerade fixiert. Axi könnte ich mal ausprobieren. Och, was war das denn? Alter, einmal Axi drauf und der war tot. Also das war ja jetzt echt sehr, sehr, sehr leicht. Ich heb jetzt nur noch die Sachen auf, die ich gebrauchen kann. Silberdraht weiß ich nicht. Nehme ich lieber mal sicherheitshalber dann mit. Hier haben wir noch Müll. Ah, das ist das, was wir da eben rausgeworfen haben. Da hinten müsste der eigentliche Schatz sein. Warum nehme ich jetzt bitte so einen Becher mit? Wenn ich gerade noch sage, dass ich nur die wertvollen Sachen mitnehmen will.
So, dann lass mal gucken, was habt ihr denn hier? Ein Brot. Eine Jägerhose. Ein paar Ohren. Echt jetzt? Ist das jetzt gerade euer Ernst? Das war doch wohl nicht alles. Oh, was? Durchnässter Brief, okay. Lass mal gucken, da. Durchnässter Brief. An seine Exzellenz Welerat, Oberbürgermeister von Wüsima. Exzellenz, wir können nicht länger warten. Die Späher berichten, dass die Schwarzen ihre Belagerungsmaschinen bereit machen. Wenn du dein Leben retten willst, komm morgen bei Tagesanbruch zum Eingang zur Kanalisation im Tempelviertel von Wüsima. Auf dem Boot ist nicht viel Platz. Nimm also nur dir das am nächsten stehende Familienmitglied und Wertsachen mit. Ich werde ein paar Männer als Wachen abbestellen, aber nicht zu viele, weil ich keine unnötige Aufmerksamkeit erregen möchte. Wir werden durch Schwarzboden, Steinkrieg, Weißgarten und Scharske segeln. Von dort aus reiten wir weiter. Yannick Delen. PS, erzähle niemanden von deiner Flucht. Wir wollen eine Panik vermeiden. So, so. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht, ne? Da müssten wir jetzt hier hinten noch. Zwei Pünktchen haben wir da noch. Ne, da oben sind auch noch zwei. Juhu, die gehen uns ja gar nicht mehr aus. Ich versuche jetzt hier erstmal runterzukommen und dann rufe ich mir Plätze. Wo ich da hinten irgendwo noch Wölfe gehört habe. Ach, Plätze ist da hinten irgendwo. Nee, also wenn Plötze jetzt so schon wieder anfängt, dann renne ich jetzt erstmal weg und rufe jetzt nochmal Plötze. Oh, da bist du ja. Mensch, dass du immer so Faxen machen musst. Das ist einfach nur ein versteckter Schatz. Sehr gut. Weinstein. Was soll das, ein Weinstein? Notizen eines Spions. Zwergenschnaps. Dann auch noch was. Noch mehr Zwergenschnaps. Kann ich den hier? Seltsam. Was ist denn daran so seltsam? Ich speichere gerade mal. Ich weiß jetzt nicht, was er dafür so seltsam erachtet. Notizen eines Spions. Ist das irgendwie wert? 15. Tag der Observation, 23. Bezirke, sind wieder im Lager, haben haufenweise Beute mitgebracht, hauptsächlich Rüstung, Waffen und Waffen, aber dieses Mal auch eine versiegelte Truhe. 16. Tag, 24. Birke. Ach, Birke, wieso habe ich da Bezirke gelesen? Vor Tagesanbruch kam ein Bote ins Lager, gab große Aufregung. Sie stellten sofort eine Gruppe zusammen, um die Truhe zu transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich in Erfahrung bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. 17. Tag, 25. Birke. Sie haben die Truhe nicht so weit transportiert, nur zur verlassenen Hütte bei der alten Mühle. Sie haben eine Wache aufgestellt, sodass ich nicht näher herankam. 18. Tag, seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen, würden wir sie vernichten. Zu schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu diesen Außenposten abgestellt hat. Mich. Ich versuche heute Nacht reinzuschleichen. Wenn mir das Schicksal gewogen ist, reicht vielleicht ein einziger Mann. Ja, ich würde sagen, er hat nicht gereicht. So ein einziger. Schnell markieren, kennen wir ja langsam. Markieren, looten gehen, beziehungsweise markieren, hinreiten, looten, markieren, hinreiten, looten. Daraus müsste man mal so einen Song machen, ey. The Witcher 3 Song. Markieren, hinreiten, looten, yeah. Ich kann hier rum. Ah, da haben wir wieder meine Freunde. Was haben wir denn da? Komm schon, komm näher. Oh, ich muss gerade echt ein bisschen aufpassen. Stirb bitte, Vag. Komm, einmal draufhauen. Da müssen wir auch nur einmal draufhauen. Alter.
Ich werde jetzt nicht da hinten hingehen. Das sah aus wie eine ganze Armee von Wölfen. Eine komplette, vollkommene Armee von Wölfen. Kavalleriehose, Stahlblech. Oh, schön. Kovirisches Entermesser. Alter Waldschrat-Absud. Und hingeschmierte Notizen. Die werden wir jetzt gleich auch direkt nochmal lesen. Komm, machen wir raus, das Ding. Wir erstmal hier gucken. Die Rüstung ist nicht besser. Ah, doch, die ist wohl besser. Die hat alles gleich. Bis auf Aufschlitzen hat es sogar nochmal 7% mehr. Ne, 6% mehr. Schnieke, sieht doch gut aus. Ah, stimmt, das war meine alte. So, wir wollten noch was vorlesen. Hingeschmierte Notizen. Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Wald unser Lager aufgeschlagen in der Nähe der alten Mühle und waren schon ziemlich erfolgreich. Das heißt, die Leute sind arm, aber wenn man sie lang genug ausquetscht, fällt immer was ab. Ein Sack Getreide hier, ein paar Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit, eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir was, womit wir unsere Bäuche füllen können. Und das Risiko, dass wir dafür mit dem Leben bezahlen, nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir die Nilfgaarder unter Natalis Befehl jagen würden. Ja, ich meine, man muss ja schon sagen, ein Stück weit stimmt's ja, ne? Ein kleines Stück weit stimmt schon wirklich. Ich muss hier nochmal einen Crap rausschmeißen, das ist Müll. Da kriege ich ein bisschen was für. Da kriege ich auch noch was für. So, und wir speichern nochmal. Mein Pferd ist natürlich jetzt durch. Wo haben wir da oben? Da sind direkt zwei Punkte nebeneinander. Dann sind wir auch schon fertig hier. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann sind wir tatsächlich mit dem ganzen Gebiet fertig. Ja, danach haben wir nochmal richtig rein, ne? Plötzlich sei mal nicht so... Alter, dieses Pferd, was ist los mit dir? Wieso? Was guckst du dir hier die Bäume an? Was soll das? Ich hab dich gerufen, da hast du zu kommen. Meine Güte, ey. Das Pferd hat's auch echt... Nee, ey. Mal gucken, wie lange wir dieses Mal reiten müssen. Ach, komm. Du kannst über so eine komische Klippe kannst du rüber, aber hier kannst du nicht rüber springen. So, hier haben wir jetzt direkt zwei Sachen nebeneinander. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu knackig. Abspringen. Ich habe gerade das Gefühl, ich bräuchte da noch eine Bombe. Inventar. Ich habe schon zum Beispiel gar kein Nekrophagengift mehr drauf. Oh, Nekrophagenöl. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. So, den können wir schon mal fauen. Und da haben wir gerade Glück gehabt, dass der gebrannt hat. Aber pass auf. Komm, zünden wir den an. Ja, auch der brennt zwar nicht, aber... Der ist so gut wie tot. So, der ist schon mal hinüber. So, der brennt jetzt aber. Ah, sehr gut. Das war easy. So Zeug nehme ich immer gerne alles mit. Da ist leider wirklich noch so ein Bau. Einen Fertigkeitspunkt erhalten. Und wir haben das Artzeichen ein bisschen gepusht. Charakter. Dann wollen wir jetzt hier nochmal unser Igni-Zeichen ein bisschen aufwerten. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Ach so, gut, ich habe die Bomben auch nachgefüllt. Das macht er auch automatisch, wenn man meditiert. Und Bams. Da kommt nochmal ein Ghoul raus. Das ist ja jetzt schon fast süß. Ach, ich ziehe mal die falsche Waffe. Rechts Monster, links normal. So, und du wirst angezündet. Er brennt sogar. So. Wie der dem noch so hinterher gegangen ist im Schritt. Sehr gut, das war sehr, sehr nice. Wir haben hier voll viel bekommen auf jeden Fall. Dann reiten wir jetzt nochmal hier zur Mühle da. Und dann machen wir nochmal eine Schnellreise nach unten.
Boah, wie schnell das geht. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde zusammen, aber... Hat diesmal... Es hat ziemlich viel Spaß gemacht, oder? Ich meine, die Sachen hier sind eigentlich ganz cool. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Habe ich jetzt eigentlich alle... Ja doch, alle anderen Aufträge sind weg. Da rechts sind irgendwelche Gegner, aber die lasse ich jetzt mal Gegner sein. Ich glaube, hier respawnt nämlich alles und dann... Da, ich könnte mich ja hier dumm und dämlich prügeln den ganzen Tag. Schnellreise. Da unten hin, zack. Dann müssen wir direkt mal gucken, ob der Händler noch da ist und ob wir den vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen retten müssen. Der Händler ist da, hier sind keine Leichenfresser. Wieso kann ich gerade nicht speichern? Doch, jetzt geht's. So, jetzt verticken wir mal hier den ganzen Crap, den wir dabei haben. Jedenfalls alles, was der annimmt von uns. Blick auf deine Waren. Das wollte ich ja behalten. Das wollte ich auch behalten. Das kann alles weg, weg. Soll ich das verkaufen? Ja doch, das verkaufe ich auch. So, da haben wir schon mal alles weg. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt gerade 240. Was kosten denn die Satteltaschen? 183 gekauft. Jawohl, da haben wir schon mal die Satteltaschen zusammenbekommen. Sehr gut. Oh, die temerischen Handschuhe. Guck dich einen an. Die sind viel, viel besser als unsere. Temerische Rüstung, genau die habe ich doch. Die Stiefel wären auch noch ganz cool. Die kosten aber 194. Was ist das denn? So richtig was zum Verkaufen? Also ihr könnt mir gerne sagen, was ich alles verkaufen kann. Brauche ich so alte Briefe und so einen Schund überhaupt? Ach so. Den Alkohol. Damit füllt er das auf, mit Alkoholhest oder so. Ja, den Alkohol, den verkaufe ich, weil das ist echt nicht schön, damit seine Sachen, seine Gesundheit aufzufüllen. Wasserflasche kann ich behalten. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ich so alles verkaufen kann, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, was man behalten sollte und was nicht. Monsterklaue. Bis jetzt brauche ich das für nichts, ne? Verkaufe ich jetzt einfach mal. Einfach, weil ich es gerade kann. Ich werde es wahrscheinlich schon bald bereuen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Aber ich will jetzt ein bisschen Kohle haben. 240 habe ich schon wieder. Davon habe ich auch zwei, aber die verkaufe ich jetzt mal nicht. Greifenfedern, die behalte ich auch. Die werde ich bloß nicht verkaufen. Das sind, glaube ich, Sachen, die kriege ich nämlich nicht nochmal wieder. Ertrunkenen Hören, die kann ich mir auch wiederholen. Also ich meine, was soll das jetzt? Ich gucke jetzt mal, was kann ich jetzt hier noch holen. Die kosten 107 und die Stiefel kosteten wie viel? Obwohl, die Hose gibt es ja auch noch. 107 und das ist 207... 252 bräuchte ich dafür, ne? Gut, kann ich beides kaufen. Dann sind mir die Stiefel jetzt mal egal. Okay, so, und jetzt erstmal ausrüsten wieder. Pass auf dich auf. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob die Hose eigentlich überhaupt besser ist als meine. Die ist aber zum Glück ist sie besser, okay. Das sieht ganz nice aus bis jetzt so, ne? Sieht echt nice aus. Nur die Stiefel sehen jetzt so behindert aus dazu. Ah! Und jawoll! Nee, was mache ich? Satteltasche auch noch oben drauf. Geil! Jawoll, wir können jetzt 30 mehr tragen noch. Grüß dich. Habe ich meine alte Witcher-Hose verkauft? Ich glaube schon, ne? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Wenn, habe ich die aber wahrscheinlich hier eh bei dem verkauft. Ich weiß nicht, kriege ich die dann noch zurück. Das ist eine Jägerhose, ne? Ich weiß nicht, ob die das war. Es könnte sein, dass das jetzt sogar tatsächlich meine Sachen waren, aber das ist mir gerade egal. Ich glaube, ich brauche nur das Oberteil. Ich meine, man kann nur aus dem Oberteil was machen, ne? Aber... Na gut.
Gut, gut. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz ans Anschlagebrett. Aber der sieht schon ganz cool aus jetzt so. Also ich muss sagen, die Rüstungen sind nice. Meine Großmutter hat mir vom Schniedeljungen erzählt. Wie ich beim ersten Mal halt wirklich das verstanden habe. Oh, sind da neue Aufträge? Tod den Eindringlingen. Ich habe jetzt mal alles mitgenommen. Habe ich jetzt irgendwelche neuen Quests? Nö, habe ich nicht. Das heißt, ich hätte das alles gar nicht mitnehmen müssen. Das war alles Crap. Und da wir jetzt hier fertig sind, bin ich jetzt hier auch fertig für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe wirklich sehr, es hat euch gefallen. Ich würde mich tierisch über eine Bewertung freuen, also ein Däumchen hoch oder ein Däumchen runter. Ich würde mich über einen Kommentar sehr, sehr freuen. Und wenn ihr ganz besonders awesome seid und nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch. Das fände ich sehr, sehr geil. Super, super geil. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!